Nachdem wir am Morgen römisch-katholisch eröffnet haben, müssen wir jetzt zum Ausgleich evangelisch weitermachen. Auch Ulrich Körtner hat interessanterweise in Münster studiert, so wie Matthias Beck. Dann in Göttingen, er ist dann Pfarrer geworden, hat sich dann habilitiert in evangelischer Theologie und ist seit 1992 Leiter des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität Wien. Und wenn ich richtig gerechnet habe, dürfen wir Ihnen da schon zum 25-jährigen Jubiläum gratulieren. Er ist wie Matthias Beck auch in der Bioethikkommission. Er war 2001 Wissenschaftler des Jahres. Er hat Ehrendoktorate der Universitäten Paris und Debrecen. Er hat das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse. Und jetzt höre ich auf, seine Preise zu nennen, sonst müssen wir die Kaffeepause streichen und bitte ihn zu seinem Referat. Ich danke herzlich für die Einladung. Die Vorschusslorbeeren sind immer so eine Sache, weil dann kann nur die Enttäuschung groß sein, weil der Philosoph Gernot Böhme, der hier unter uns ist, schon vorhin mich so beiseite nahm und sagt, na, Sie trauen sich ja was mit dem Thema. Ich sage zu meiner Entschuldigung vorweg, es wurde mir gestellt. Die Präsidentin hat gefragt, ob ich dazu reden würde. Und weil ich sie nicht enttäuschen wollte, habe ich gesagt, gut, mache ich das. Ja, erwarten Sie von daher also nicht zu viel, denn jedes dieser Stichworte würde schon mindestens einen eigenen Vortrag verlangen. Und Sie werden also nicht erwarten, dass ich hier jetzt, wer weiß was, für steile, vor allen Dingen neuartige Thesen zu diesen großen Themenfelder bringen kann, die Sie nicht vielleicht schon irgendwo auch einmal gehört haben. Ich beginne mit dem Thema Macht und will einfach nur kurz einmal zusammenstellen, rekapitulieren, was es denn da so an Machtfragen in der Medizin gibt, was mir an Fragen gekommen ist als jemand, der wirklich nur Theologe ist und nichts anderes gelernt hat und kein Mediziner ist. Machtfragen verbinden sich aber auch mit dem, was man heute gerne Narrative nennt. Da gibt es also Erzählungen, größere und kleinere Erzählungen, vielleicht auch Meistererzählungen. Ich nenne nur einige Stichworte, soweit ich eben in meinem eigenen Leben das überblicke. Da gab es die Emanzipationsbewegung seit den 1960er Jahren, Stichwort 68, was dann auch die Medizin erfasst hat. Es gibt in Verbindung damit die Kritik am traditionellen Paternalismus, also Stichwort Götter, Halbgötter in Weiß, die Fragen, wie geht's uns denn heute, was weiß ich, so Sauerbruch im Film, das wäre ein großes Thema, Macht, ja wirklich im Ernst, auf Machtnarrative mal in, im Film zu sehen, also bis heute in gängige Arztserien, aber es gibt natürlich auch große und vielleicht auch großartige Spielfilme. In Verbindung damit eine Bewegung, dass die Patientenrechte gestärkt worden sind, und zwar jetzt auch auf der juristischen Ebene durch zunehmende Kodifizierung, also Stichwort Patientencharta und dann die Positivierung im Medizinrecht, was natürlich jetzt in den verschiedenen Ländern, wenn wir auch nur Europa uns anschauen, unterschiedlich ausgestaltet ist, das wäre dann ein rechtswissenschaftlicher Vortrag. Dann haben wir die Patientenautonomie als eines der grundlegenden Prinzipien moderner Medizin, auf das muss ich natürlich gleich auch noch mal ein bisschen eingehen, als Basis und Zentrum von Patientenrechten. Und wir haben eben die unterschiedlichen Formen von Kritik an Machtstrukturen innerhalb des Medizinbetriebs. Ich habe den Eindruck, hier sind jetzt mehrheitlich Mediziner, Medizinerinnen, ist das richtig? Ärzte, gut. Okay, also ich höre, es sind mehr Ärzte und Ärztinnen hier als Mediziner. Auch gut. Also jedenfalls wollte ich nur sagen, Sie haben natürlich da ganz andere Erfahrungen, könnten da jetzt viel erzählen zum Thema Kritik an Machtstrukturen, sei es im klinischen Bereich, sei es im universitären Bereich, wo sich das dann wieder überschneidet mit Kritik an Machtstrukturen überhaupt in den Universitäten. Stichwort Demokratisierung, ich sage mal Hertha Vierenberg und die Folgen und das, was danach dann auch wieder kam. Kritik an Machtstrukturen im Gesundheitssystem und seiner Finanzierung insgesamt. Ich belasse es hier, wie gesagt, bei solchen Schlagworten. Dann gab es die Reformbewegung in der Psychiatrie. Die Emanzipationsbewegung in der Behindertenhilfe oder Eingliederungshilfe, wie man zum Teil auch sagt.
Wir haben als ein Ergebnis dieser Entwicklungen die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 in Kraft getreten, 2008. Dann haben wir, ich nenne nur ihn hier exemplarisch, Monsieur Foucault mit seinem Begriff der Biomacht und die ganzen Debatten, die das ausgelöst hat, also die Foucaultianer und die Gegner, das erspare ich mir hier ins Detail zu gehen. Es mag als Schlagwort genügen, dass wir diese Diskurse in der Philosophie haben und, muss man natürlich auch erwähnen, in dem Zusammenhang Ivan Illich, mit seinem Begriff der Medikalisierung, den man einerseits als eine neutrale Kategorie bestimmen kann, aber gleichzeitig ist es eben eine normative und nicht positiv gemeinte Kategorie. Die Medikalisierung des Lebens bis hin eben zu dem Phänomen, dass sogenannte bis dahin natürliche Vorgänge unseres Lebens, wie auch Alterungsprozesse und so weiter, plötzlich zu medizinischen Problemen geworden sind. Dann haben wir so Schlagworte, weil jetzt hier der Theologe steht, Schöpfer, Mensch, Playing God, nicht, dass ich das jetzt sage, sondern ich habe es in Anführungszeichen, wenn es etwa um Gentechnik geht, um Gentherapie, CRISPR-Cas9 und diese ganzen Dinge, kommen gerne solche Schlagworte auch in der Berichterstattung der Massenmedien. Mensch nach Maß darf dann natürlich auch nicht fehlen. Dann haben wir eben die Kritik an dem, was man die Ökonomisierung der Medizin nennt, was mit den Machtfragen im Gesundheitssystem zusammenhängt. Und die Ökonomisierung in der medizinischen Forschung, also Stichwort Drittmittelakquise, Patentlukrierungen, die ein wichtiger Indikator sein können, wenn Sie, was weiß ich, beim FEF im Genomforschungsprogramm was beantragen. Ich war da auch mal zeitweilig als Gutachter mit tätig. Werden da Patente zu erwarten sein oder nicht, ist schon ein wichtiges Kriterium für die Hochrangigkeit. Dann haben wir aber als Gegenbewegung, ja, sozusagen die Gegenstrategien und die Gegennarrative, so Begriffe wie kritische Medizin. Ich nenne hier stellvertretend den Arbeitskreis mit Werner Vogt, Arbeitskreis kritische Medizin, feministische Medizinkritik mit entsprechenden eigenen Publikationsorganen, ja, kritische Medizin, Dr. Mabuse etwa, so Zeitschrift. Dann unterschiedliche Spielarten von ganzheitlicher Medizin, ja, und die Diskurse darüber, die ich jetzt hier einfach nur einführe, als Kritik an bestimmten Machtstrukturen oder als solchen empfundenen Machtstrukturen. Das geht dann bis hin eben zu Komplementär- und Alternativmedizin, die dann polemisch gegen Schulmedizin abgegrenzt wird. Nun ist der Begriff der Macht ja ein höchst mehrdeutiger, er gehört zur Familie von verwandten Begriffen, da wäre Herrschaft zu nennen, Autorität, Einfluss, Zwang, aber eben auch Gewalt. Nun ist die inhaltliche Bestimmung des Machtbegriffs umstritten und damit eben auch seine Beziehung zu den anderen genannten Begriffen, die auch nicht immer klar voneinander unterschieden werden. Darum, es ist schon natürlich sehr gewagt, jetzt hier überhaupt so einen Vortrag zu halten in 20, 25 Minuten, weil ich gar nicht jetzt in der Lage bin, auch nur ausgehend von verschiedenen Theoriekonzepten die jeweilige Füllung solcher Begriffe und dann die unterschiedlichen Relationen, in die diese Begriffe gesetzt werden, hier durchzuspielen. Aber mir ist wichtig, dass wir diese Differenzierung unter diesem sehr großen globalen Begriff Macht vornehmen. Herrschaft, Autorität, Einfluss, Zwang und Gewalt. Nun kann man vielleicht ganz grob mal unterscheiden zwischen einem weiten und einem engen Machtbegriff. Ja? Und den entsprechenden Äquivalenten auch in anderen Sprachen. Also das Wort Macht, das deutsche Wort Macht, ist etymologisch verwandt mit dem, was wir im Englischen als might haben, also nicht power, sondern jetzt might, so viel wie können oder Vermögen. Dann haben wir das lateinische potestas als ein Synonym für unser deutsches Wort Macht, das wieder mit potentia verwandt ist und die Entsprechungen in den romanischen Sprachen, also zum Beispiel das französische pouvoir. Und diese Etymologien sind auch Hinweise über die Verzweigungen, die dieses Thema dann nimmt, wenn wir in die Medizin schauen. Also ein Vermögen zu haben, ein Können, sei es auf Seiten der, ich habe es jetzt gelernt, Ärztinnen und Ärzte, sei es, dass man von einer Potentia spricht, ja, einer Potenz, die ein Medikament hat, oder einer Potenz, die in einem Menschen, einem Körper steckt oder in einem Leib. Ich lasse mich jetzt hier auch auf die Debatte vorhin nicht weiter ein.
Und wir haben unterschiedliche Bedeutungen von Macht, ähnlich auch im Griechischen. Also die Exousia, die Vollmacht, ja, die Dynamis, eine Kraft und dann eben auch Kratos als Macht oder Stärke. Nun kann Macht, wenn wir in die Geschichte des Begriffes gehen, in der Antike von Menschen, von Göttern oder von der Natur ausgesagt werden. In der griechischen Mythologie ist Kratos der Gott der Macht. Dass wir von Macht auch in solch einem naturhaften oder, wenn Sie so wollen, auch schicksalhaften, meinetwegen auch metaphysischen Sinne sprechen, das haben wir auch in unserer Alltagssprache. Da ist von der Macht des Schicksals die Rede, nicht? Bisschen in die Oper, die Macht des Schicksals. Dann heute, ja, die Macht der Gene. Das ist interessant, gerade für den Nichtmediziner immer auch wieder zu sehen, wie die Sprache der Medizin eigentlich funktioniert. Also da ist dann nicht nur von Codes und Sätzen und so weiter die Rede, sondern eben auch von der Macht der Gene oder von der Macht des Todes. Ich gehe jetzt sehr eingeschränkt, da werden manche vielleicht gleich sagen, oh Gott, jetzt das wieder, aber ich habe nicht so viel Zeit, mein Leben ist auch kurz, also ich halte mich mal hier jetzt an Max Weber und versuche mal, wie weit ich damit komme. Also Macht nach seiner klassischen Definition jede Chance innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf die Chance beruht. Von der Macht im Allgemeinen unterscheidet Weber die Herrschaft. Ich zitiere, Herrschaft soll heißen, die Chance für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen gehorsam zu finden. Jetzt lachen Sie, aber ich sage mal, wenn es um Compliance geht, dann ist das so, glaube ich, immer noch. Wobei ich gelernt habe in Österreich, jedenfalls im Militär war es immer so, Befehle werden befolgt, aber nicht ausgeführt. Im Unterschied zum ja, als sei ich als angelernter Österreicher. Im Unterschied zur Macht, ja, setzt Herrschaft nach Weber Legitimität voraus. Das geht ja auch jetzt nochmal der Arztberuf, ja. Also was legitimiert überhaupt jemanden, das Skalpell zu führen, ja, und auf diese Weise Herrschaft über Körper oder Leiber auszuführen? Ja, Legitimität, das heißt einerseits eine Absicherung durch das Recht, das ist natürlich hier jetzt erstmal im Blick auf das Staatswesen, Staat und Gesellschaft gemeint, können Sie aber auch auf die Medizin übertragen. Ja, Absicherung durch das Recht, wer hat welche Legitimation und Kompetenz, was zu tun, und andererseits die Anerkennung durch diejenigen, die beherrscht werden, sonst haben sie einen Aufstand. Und eben das Schlagwort Medizin und Recht am Ende dieser Folie muss hier jetzt genügen, keine Zeit, um hier jetzt ins Detail zu gehen. Nun komme ich auf die Verbindung und Unterscheidung von Macht und Gewalt. Also Potestas können wir ja als Macht, wir können es aber auch als Gewalt unterscheiden. Nun unterscheiden wir zwischen legitimer Gewalt, neben Potestas wäre da auch der Begriff Auctoritas wieder zu verwenden, und illegitimer Gewalt, Violentia. Nicht? Also zum Beispiel denkt man vielleicht erst, Gewalt ist was Schlechtes, aber wenn Sie noch sich an Montesquieu erinnern, Gewaltenteilung, dann sagen wir, oh, das ist was Gutes. Also gibt es offensichtlich auch eine Gewalt im Staate. Und eben jetzt auch bei der Medizin, wo ist also gewissermaßen legitime Gewalt und wo illegitime, wo es eben eine Violentia wird. Und wann ist eine Violentia zum Beispiel in Form eines Bauchschnitts eine therapeutisch gerechtfertigte und rechtlich abgesicherte Form von Gewalteinwirkung auf einen Körper? Und wann ist es eben Violentia, weil es keine OP, sondern eine Vendetta ist oder so? Dann möchte ich auch nur hinweisen auf das große Feld Gewalt in Medizin und Pflege, und zwar nicht nur im Bereich der Psychiatrie, wo ich das ein bisschen auch von Fortbildungsveranstaltungen her kenne. Also nicht nur die Gewaltausübung durch einzelne Ärzte oder Pflegende oder das Medizinsystem, sondern ja auch durch Patienten. Da haben wir ja auch Macht und Gegenmacht, Gewalt und Gegengewalt. Also verbale Gewalt, Beschimpfungen oder auch physische Gewalt, die ausgeübt wird. Nun möchte ich unterscheiden zwei Formen der Macht und halte mich hier an Gilligan, eine prominente Vertreterin feministischer Ethik, zwei Formen der Macht und runtergebrochen auf die Medizin. Eine der Medizin innewohnende Macht, die dem Patienten oder der Patientin zur Wiedererlangung
oder Erhaltung von Gesundheit verhelfen will und eine Form der Macht, die Zwang und Abhängigkeit zum Ziel hat. Ja, also heuristisch unterscheide ich mal jetzt nach zwei Formen oder anders gesagt zwei Arten von Macht, je nachdem, welche Zielsetzung damit verbunden ist. Ja, dient die Macht und Machtausübung, ich spreche jetzt mal bewusst so hier auch im Zusammenhang der Medizin von Macht, nach all dem, was ich zu der Breite und Differenziertheit des Begriffs vorher gesagt habe, dient sie der Wiederherstellung von, nennen wir es jetzt so, selbstbestimmtem Leben oder dient sie dazu, dauerhafte Abhängigkeit zu erzielen, ja, zum Beispiel indem sie dann ein chronischer Patient werden. Also eine Form der Macht, die Zwang und Abhängigkeit zum Ziel hat. Und nun ist ja für den Arztberuf, soweit ich das verstehe, als jemand, der das nicht studiert hat und nur aus der Patientenseite kennt, die Asymmetrie für den Beruf des Arztes, der Ärztin charakteristisch. Es gibt ein Spannungsverhältnis, also eine Asymmetrie schon allein, was den Wissensvorsprung jeweils betrifft. Auch wenn Sie, sofern Sie jetzt eben im Arztberuf tätig sind, heute es immer mit den nicht vielleicht auch eingebildeten, aber den gebildeten, nämlich durch Internet, Touchscreen hatten wir vorhin, gebildeten Patienten kommen, die kommen Ihnen schon genau mit der Diagnose und möchten eigentlich nur noch, dass Sie das Rezept ausschreiben, weil das ist das Letzte, was ich als Patient noch nicht kann. Trotzdem bleibt immer eine Asymmetrie, zum Beispiel durch den Wissensvorsprung, der immer, glaube ich, da ist. So sehr ich mich auch vielleicht mit meiner eigenen Krankheit beschäftigen kann, wird immer wieder ein Wissensvorsprung sein. Dann das Spannungsverhältnis zwischen Patientenautonomie und der Fürsorgepflicht. Bei aller Kritik am Paternalismus, Fürsorgepflicht, glaube ich, ist nach wie vor unaufgebbar, auch für den Arztberuf. Die Situation von Hilfsbedürftigkeit und Hilfeleistungen hat es mit solchen Machtfragen zu tun. Und wäre ich nicht in bestimmter Weise hilfsbedürftig oder würde mich so empfinden, würde ich normalerweise wohl nicht zum Arzt gehen. Ich sage nochmal, oder würde ich mich nicht als hilfsbedürftig empfinden. Das ist also eine Situation, die ist durch Schwäche und Abhängigkeit bis hin zur Ohnmacht charakterisiert, kann übrigens ja auch die buchstäbliche Ohnmacht sein, dass sie das Bewusstsein verloren haben. Zwischen Helfenden und Hilfsbedürftigen besteht also eine asymmetrische Beziehung, über die zum Beispiel auch die Leitvorstellung der Patientenautonomie nicht hinwegtäuschen kann, so sehr man die vielleicht stark machen will. Das ist ein zentrales Thema nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Pflege. Und ich hielte es nun für verfehlt, das Phänomen der Macht überhaupt verleugnen zu wollen oder ablehnen zu wollen als etwas, was an sich schlecht ist, so nach dem Motto, keine Macht für niemand. Denn wer heilen oder helfen will, will schließlich eine Situation, die von einem Patienten subjektiv als leidvoll, mehr oder weniger leidvoll empfunden wird, verändern will. Es ist ihr Ziel, eine Situation zu verändern. Und dazu bedarf es der Macht, nämlich etwas verändern zu können, also etwas wirken zu können. Das ist wieder das Pouvoir, was wir ganz am Anfang hatten, und der heilenden Kräfte, die von der Medizin oder der Pflege ausgehen. Die Aufgabe der Ethik sehe ich nun darin, zunächst einmal einfach unterschiedliche Formen von Macht und Machtausübung zu analysieren und die Ambivalenzen von Macht in den Blick zu nehmen. Mein Credo ist immer, so verstehe ich Ethik, sie hilft uns im besten Fall mit den Ambivalenzen reflektiert und nach sittlichen Maßstäben umzugehen. Sie wird uns nicht ersparen, dass wir in solche Ambivalenzen hineinkommen. Ich rede jetzt von Ambivalenzen und nicht etwa nur von Dilemmata, so wie ich das auch verstehe, dass Psychotherapie oder auch in der Psychiatrie uns vielleicht manchmal schon viel geholfen hat, wenn wir lernen, mit Symptomen zu leben. Und dann haben wir die Ambivalenz, dass wir vielleicht noch entscheiden müssen, wollen wir mit den Primärsymptomen leben oder mit den Symptomen, die die Folge der Therapie sind. Und so ähnlich ist das jetzt mit der Ethik. Sie hilft mir erstmal, Ambivalenzen überhaupt wahrzunehmen und nach rationalen Möglichkeiten zu suchen, wie wir mit ihnen umgehen können. Die Ambivalenz der helfenden Macht besteht darin, dass sie ja selbst aus der guten Absicht heraus zum Zwang und zur Herrschsucht pervertieren kann. Gerade der Versuch, einen Menschen zur Selbsthilfe
die entsprechende Hilfestellung zu geben, kann an die Grenze zum Zwang stoßen. Also ich sage mal ganz banal, Sie haben einen frisch Operierten und wollen den aus dem Bett holen, weil Sie sagen, das ist jetzt gut von wegen Prophylaxe gegen Lungenembolie und so weiter. Zunächst mal ist das gut zureden, ja, und dann können Sie sich fragen, wann wird das manipulativ und wann sagt man vielleicht, jetzt müssen wir mal richtig eingreifen, damit einer hier aktiviert wird. Also auf der einen Seite das Prinzip der Nichtdirektivität, auf der anderen Seite die paternalistische Manipulation, die sich, und das ist mein Punkt, aber oft gerade aufgrund des Motivs, Hilfe zu leisten, nicht vermeiden lässt. Also ich glaube, es ist ein Trugschluss zu sagen, es ist eine völlige Alternative, entweder Autonomie oder Paternalismus. Nochmal, ich hatte von der Spannung zwischen Selbstbestimmtheit und Fürsorge oder Fürsorglichkeit gesprochen. Die Ambivalenz der Macht, ein evangelischer Theologe, Seelsorgetheoretiker Dieter Stolberg hat einmal gesagt, helfen heißt herrschen. Das ist natürlich jetzt eine provokante Zuspitzung, aber gebe ich mal so hier einfach mit, damit Sie um diese Uhrzeit nicht einschlafen. Und das andere, Sie kennen, das ist ein abgedroschenes Wort, nichtsdestotrotz, ja, von Wolfgang Schmidt war die hilflosen Helfer, das Stichwort des Helfersyndroms, also nämlich, dass ich gerade durch die Art, wie ich jemanden helfe, in eine dauerhafte Abhängigkeit führe. Nun, es gibt auch das, was der Medizinjournalist Andreas Kuhlmann genannt hat, die totale Macht des therapeutischen Imperativs, wenn er zum kategorischen wird. Und der verweist dann auf die Medizinverbrechen des 20. Jahrhunderts und sagt, es gibt so etwas wie den therapeutischen Imperativ. Der ist auch wieder ein starkes Motiv in Narrativen der Medizingeschichte als einer Fortschrittsgeschichte. Diese Narrative, die im Blick auf manche Krankheiten vom Kampf sprechen, der geführt wird, bis heute noch, ja, von den Patienten und von den Ärzten wird ein Kampf geführt und am Ende vielleicht doch, heißt es dann, gekämpft, verloren. Aber man lässt sich nicht unterkriegen, der therapeutische Imperativ, Stichwort hochrangige Ziele in der Forschung, rechtfertigt dann selbstverständlich vieles von dem, was auch möglicherweise riskant ist. Und die Frage ist eben, wo wird dieser therapeutische Imperativ zu einem kategorischen, dem also sozusagen um jeden Preis alles untergeordnet wird. Und jetzt komme ich vor diesem Hintergrund zum Thema Autonomie. Ich habe mich also jetzt dem Thema so angenähert, dass ich erstmal über den Machtbegriff gesprochen habe, nämlich, dass ich die Frage stelle, ist nun Autonomie ein Begriff, ein Schlagwort, unter dem man versucht, so etwas wie Gegenmacht, gegen Machtstrukturen im Medizinsystem aufzubauen. Auch das ist jetzt natürlich ein weites Feld, weil auf der einen Seite sprechen wir von der Autonomie des Patienten und ich lasse diesen Begriff jetzt erstmal hier so undiskutiert stehen, was überhaupt Autonomie ist. Ja, das Schlagwort die Patientenautonomie als eines der vier Elemente vom sogenannten Georgetown-Mantra. Sie kennen das von Beecham und Childress, die vier Prinzipien moderner Medizin und Bioethik, neben Nichtschadensprinzip, Benevolenzprinzip und dem Gerechtigkeitsprinzip. Aber es gibt ja auch die Autonomie des Arztes. Nun, es wäre ein eigener Vortrag, wieder zwischen Autonomie und Selbstbestimmung zu unterscheiden. Nur eine kleine Bemerkung, wenn bei Beecham und Childress von Autonomie geredet wird, dann ist das im Sinne von Selbstbestimmung gemeint. Und ja, ich lasse es bei diesem Schlagwort, aber ein kantianischer Begriff von Autonomie als sittlicher Selbstbestimmtheit, die sich an Maximen orientiert, die sich die autonome Vernunft gibt, im Unterschied zur bloßen Willkür, ist jedenfalls gehaltvoller als dieser Begriff von Selbstbestimmung bei Beecham und Childress. Aber das wäre ein eigenes Thema. Was mit Selbstbestimmung gemeint ist, wird runtergebrochen auf das Instrument des Informed Consent. Also ich soll als Patient in einer für mich verständlichen Weise voll aufgeklärt werden. Da ist natürlich immer die Frage, wie weit die Aufklärungspflicht reicht. Das wissen Sie, das kann zum Teil auch juristisch heikel sein. Was muss mir alles an eventuellen Risiken gesagt werden? Zum Beispiel, dass ich lebe und dass das Leben am Ende tatsächlich auch mal tödlich enden könnte, muss mir das jedes Mal gesagt werden. Und dann der zweite Punkt, dass ich dann aus freien Stücken entscheiden kann, was ich an mir tun oder lassen, geschehen lassen will oder eben auch nicht. Informed Consent steht heute in großem
hoch im Kurs. Es wäre da auch interessant zu sehen, wie zum Beispiel in der alltäglichen Praxis der Informed Consent stark gemacht wird oder vielleicht auch wieder unterlaufen wird. Wie intensiv ist dann die Aufklärung vor einer OP, bevor ich dann einen Reverse unterschreibe? Ja, wie sehr geht man ins Detail und so weiter? Das sind sozusagen wieder von wegen Macht und Gegenmacht dann wieder Gegenstrategien, um den Informed Consent auch nicht zu hoch zu hängen und den Alltag im Klinikbetrieb damit zu sehr aufhalten zu lassen, weil Patienten dann eher als Störfaktor gesehen werden. Jetzt möchte ich noch auf einen anderen Aspekt kommen, nämlich den Aspekt der Selbstbeherrschung. Ich hatte ja von Kratos gesprochen und es gibt eben ja den Begriff der Enkrateia, also der Selbstbeherrschung aus der griechischen Tugendethik. Das gehört zur Ethik von Alters her, dass das ethisch gebildete oder moralisch gebildete Subjekt lernt, sich selbst zu beherrschen. Ja, also zum Beispiel auch sowas wie Triebverzicht zu leisten, weil heute von Freud schon die Rede war, also die ganze Kultur verstanden als eben eine kollektive Leistung der Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung, sei es des Patienten, sei es des Arztes, finden Autonomie und Macht einer Person zusammen. Das wäre ein spannendes Thema, wie weit also Selbstmächtigkeit und Autonomie, Selbstbestimmtheit und Selbstmächtigkeit in dieser Figur der Selbstbeherrschung finden, zum Beispiel beim Compliance, dass man sich dann in dem Sinne selbst beherrscht, dass man zum Beispiel regelmäßig die Medikamente einnimmt, die einem verschrieben werden und nicht einen großen Teil davon am Ende wieder in den Mistkübel wandern lässt, wo eine ganze Menge Geld von uns kollektiv verbrannt wird, weil das dann nicht weiter kontrolliert wird. Nun ist mir wichtig, dass Autonomie und Abhängigkeit nicht eine notwendige Alternative darstellen. Denn in gewisser Hinsicht ist jede Arzt-Patienten-Situation von beidem geprägt. Und eine ganz wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie scheint mir, kann ich immer sagen, scheint sozusagen, weil ich kein Mediziner bin, zu sein, dass es die Ressource Vertrauen gibt. Wir werden nachher noch was über Schmerz und Vertrauen hören, bin ich schon sehr gespannt. Die Ressource Vertrauen, die ja ein sehr kostbares und auch sehr gefährdetes Gut ist, wenn ich das richtig sehe. Also weil zum Beispiel auch die zunehmende Verrechtlichung auf der einen Seite Vertrauen stärken soll, aber andererseits auch durch die Art und Weise, wie das geschieht, auch wieder eine Quelle von wechselseitigem Misstrauen ist, was da entsteht. Der Theologe und Mediziner Dietrich Rössler hat gesagt einmal, Vertrauen ist akzeptierte Abhängigkeit. Also ich bin gestern zum Beispiel mit dem Flugzeug von Hannover hier nach Hause gekommen. Da habe ich mir gar nicht, ehrlich gesagt, so viel Gedanken gemacht. Aber wenn, dann hätte ich gesagt, das ist akzeptierte Abhängigkeit. In dem Moment, wo ich in dem Flieger sitze, vertraue ich, ich weiß nicht mal wem, dem Piloten oder jedenfalls dem Autopiloten. Die faktische Abhängigkeit aber darf nun nicht zur Entmündigung führen, also ein Vorwand für Entmündigung sein, sondern das Verhältnis zwischen Arzt, bitte ich jetzt inklusiv hier zu verstehen, und Patient ist so zu gestalten, dass die Selbstbestimmung im Rahmen der akzeptierten Abhängigkeit gestärkt wird. Also nicht, dass man sagt, wir haben jetzt ja gerade eine Novelle auch etwa des Sachwalterrechts, das nennen wir jetzt künftig anders, ja, die Erwachsenenbetreuung, dass man nicht sagen, wer jetzt eben nun mal diese Autonomie oder eingeschränkter, nicht kantianisch, so hochgängig, die Selbstbestimmung nicht ausüben kann, der hat halt Pech gehabt, sondern dass wir überlegen, gibt es Instrumente, wie gerade aus einem Impuls der Fürsorglichkeit heraus Selbstbestimmung gestärkt werden kann. Also, insofern ist Patientenautonomie für mich ein sinnvolles Prinzip der Medizin und Pflegeethik, auch wenn man sich am Autonomiebegriff philosophisch gebildet ein wenig stoßen mag. Ein abstrakter Autonomiebegriff, das ist oftmals schon gesagt worden, nimmt die besondere Hilfs- und Schutzbedürftigkeit von Schwerkranken und Sterbenden nicht wahr. Darum teile ich die Kritik an einem solchen Verständnis von Autonomie, wo Leiden und Schwäche grundsätzlich als sinnlos oder menschenunwürdig betrachtet wird, anstatt Krankheit, Leiden und Sterben als festen Bestandteil des Lebens zu akzeptieren. Ich wusste wirklich nicht, dass Sie heute kommen. Also es war jetzt nicht hier irgendwie Fishing for Compliments, sondern ich habe das schon öfters gesagt, nämlich von dem Ehepaar Akasche Böhme und Gernot Böhme, der unter uns ist, ist in dem Zusammenhang der Begriff der Souveränität ins Spiel gebracht worden. Ich kann gerade, indem ich Hilfe annehme, enorm souverän sein. Auch das Annehmen einer eigenen Begrenztheit kann ein Ausdruck von Souveränität sein und
das ist mir immer wichtig, auch ein Freiheitsgewinn sein. Also Beispiel, wenn Sie zum Beispiel unter Inkontinenzproblemen leiden und irgendwann sich überlegen, da lasse ich mir jetzt mal einen Dauerkatheter einsetzen. Ich weiß, das ist alles ein Problem, aber ich bin vielleicht flexibler, mich wieder in der sozialen Welt zu bewegen, als wenn ich dauernd zu Hause festgebunden bin. Das Beispiel müsste man im Einzelnen diskutieren, ist mir klar. Ich wollte damit nur deutlich machen, was ich jetzt hier mit Souveränität im Anschluss an Böhme meine, nämlich also ein Freiheitsgewinn, der gerade darin besteht, die Abhängigkeit zu akzeptieren, was nicht einfach mit Hilflosigkeit gleichzusetzen ist, während Autonomie bis zuletzt nicht selten eine Fiktion ist. Nun gibt es eben aus der feministischen Ethik herkommend den Begriff der relationalen Autonomie, der deutlich macht, das, was wir unter Autonomie verstehen, wie gesagt, mache es jetzt hier nicht hochphilosophisch fest, was alles die Konnotationen des Begriffes sind, realisiert sich immer nur in Beziehungen, weil wir eben Beziehungswesen sind. Heute hörten wir sind Körper, die immer in Beziehung zu anderen sind. Auch das, was wir als Person bezeichnen, ist immer in Beziehung zu anderen. Also das heißt, meine Selbstbestimmung führe ich nicht als Monade aus, sondern das realisiert sich, verwirklicht sich, indem ich mich mit Menschen berate. Und das können nun mir nahestehende Angehörige, Freunde sein, das können der Arzt, die Ärztin, Pflegepersonen sein, das kann ein Seelsorger sein, das kann ein Psychologe sein, wer auch immer. Ja? Aber wenn es zum Beispiel um Fragen geht, was soll ich jetzt tun, soll ich mich für oder gegen einen bestimmten therapeutischen Weg entscheiden, ist mit relationaler Autonomie genau dies gemeint, dass die Verwirklichung auch von Selbstbestimmung sich so realisiert und dann auch auf Stärkung in einem solchen dialogischen Umfeld angewiesen ist. Das heißt, das Konzept, um das wieder herunterzubrechen, verbindet sich mit dem, was wir heute partizipative Entscheidungsfindung, neudeutsch Shared Decision Making, bezeichnen. Nun wird dann heute gerne von Adherence und Concordance statt von Compliance geredet. Die Begriffe sind so streng eigentlich auch nicht zu unterscheiden, weil Adherence wäre auch wieder wörtlich Befolgung. Es klingt dann nur irgendwie jetzt wieder anders, weil bei Compliance ist ja so die Idee, ich unterwerfe mich sehenden Auges einem, wie heißt das dann, Regime, und dann habe ich das aber auch zu befolgen. Ja. Adherence meint ja nur jetzt, es ist immer wieder ein Aushandlungsprozess. Wo stehen wir jetzt in einem therapeutischen Geschehen? Setzt also auf gemeinsame Entscheidungsfindung und Therapiezielvereinbarung. Meine letzten Folien sind dem Schlagwort oder Begriffspaar Autonomie und Vertragsdenken gewidmet. Denn was doch wichtig ist für das Thema Autonomie und Macht in der Medizin, ist doch der Umstand, dass medizinisches Handeln auf der Basis eines Behandlungsvertrages erfolgt. Der muss nicht unbedingt schriftlich abgeschlossen sein, der kann auch mündlich errichtet sein, indem ich eben zu Ihnen, wer immer jetzt hier das ist, in die Ordination komme und nicht weglaufe und also sozusagen wird da informell ein Behandlungsvertrag geschlossen. Ich halte es aber für problematisch, eine patientenorientierte Ethik ausschließlich durch das Modell des Vertragsdenkens zu erklären, weil dann Gesundheit zu einer technischen Dienstleistung und Ware verdinglicht wird und zugespitzt gesagt dann kein Unterschied wäre zwischen einem Autokauf und einer Urlaubsreise oder einer Krebstherapie. Aber es darf nicht übersehen werden, dass die ökonomischen Strukturen des Gesundheitssystems, die fortschreitende Technisierung der Medizin, eine solche Verdinglichung vorantreibt. Ja, wenn wir von Dienstleistungen sprechen, die erbracht werden, von Produkten und so weiter, liegt das erst einmal auf der Hand, was dann natürlich genau das erschwert, was, wenn ich das richtig sehe, dieser Veranstaltung und auch der Gesellschaft für Medizin und Philosophie am Herzen liegt. Und das Vertragsdenken befördert paradoxerweise nach meiner Wahrnehmung eben auch ein grundsätzliches Misstrauen, also konterkariert genau das, was man will, nämlich eine Stärkung der Ressource Vertrauen, gibt sozusagen paradoxe Wechselwirkungen oder Rückwirkungen, weil eben zum Beispiel durch die Verrechtlichung dann auch immer die Sorge ist, wann könnte ich haften müssen, regresspflichtig gemacht werden. Also dieses einseitige Vertragsmodell täuscht meines Erachtens über die tatsächlichen Gegebenheiten im Arzt-Patienten-Geschehen hinweg.
da kommt eben das Thema der Hilfsbedürftigkeit wieder rein. Und wofür das Leben als Patienten Gefahr im Verzug ist, ist die Annahme, ich könnte jetzt in aller Ruhe erstmal mir Angebote kommen lassen. Nicht? Also ich habe jetzt gerade einen Herzstillstand, sage aber, Moment mal, da will ich mich jetzt erstmal im Internet informieren, bevor Sie mich hier reanimieren. Nicht? Also das funktioniert da natürlich nicht mehr. Ja? Das heißt, das an sich richtige Prinzip der Autonomie stößt da an Grenzen, wo der Patient aufgrund des Gesundheitszustandes, seiner psychischen Situation gar nicht als gleichwertiger Partner gelten kann und um seiner Gesundung willen von Verantwortung entlastet werden muss. Die Frage ist nur eben, wo ist das notwendige Maß solcher Entlastung erreicht? Und wo ist es eigentlich auch zum Schaden eines Patienten, wenn er zu früh und zu viel aus seiner Eigenverantwortung entlassen wird? Es gibt ein super Buch, da hat Lukas Kellin auch als Herausgeber mitgewirkt. Das war wohl auch der Grund, warum er mich eingeladen hat, nämlich Autonomie und Macht in der Edition Ruprecht, 2013 erschienen. Da könnten Sie dann noch das ein oder andere zu diesen angeschnittenen Diskursen nachlesen. Jetzt sage ich vielen Dank. Ja, wir sagen auch vielen Dank für diesen Einblick in die vielen Facetten der Begriffe Macht und Autonomie und Patientenautonomie. Wenn Sie ebenso verwirrt sind wie ich, dann haben Sie sicherlich Fragen. Wenn Sie von Macht sprechen, dann erinnert mich das immer an Konflikt. Und wir Ärzte, denke ich, wir haben ja bereits in der Vorentscheidung, vor der Therapie, ja einen Konflikt mit unseren Patienten. Und ich würde mich da an Krishnamurti halten, der sehr schön vorgibt, dass wenn wir imstande sind, dass wir unser Denken ausschalten, in dem Moment, in dem wir mit unseren Gegenüber kommunizieren, ja, dass wir dann damit auch den Konflikt ausschalten können. Das heißt, dass es da zu einer Verschmelzung kommen kann zwischen Arzt und Patient auf genau der gleichen Ebene und dass dann jede Form von Macht eigentlich wegfällt. Weil wir hören unsere Patienten bereits mit unserem Gitter, mit unserem Filter und wir hören nur das, was wir aufgrund unserer Macht als Arzt hören wollen. Und das könnte man, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man die Macht ausschaltet. Und alle Therapie, die dann im Nachhinein kommt, ist ohnehin ein Handwerk. Und dieses Handwerk soll ja darauf beruhen, dass wir den Patienten zutiefst verstehen in seinem ganzen Wesen und auch in seinen Wünschen für die Therapie dann nachher. Ich glaube zu verstehen, was Sie meinen. Ich würde es trotzdem etwas anders akzentuieren. Und zwar einmal, weil für mich der Begriff der Macht nicht eo ipso, so habe ich das jetzt bei Ihnen rausgehört, doch eher ein problematischer ist. Weil auch wenn ich ein Handwerk betreibe und es gut kann, dann ist nach meinem Sprachgebrauch vor dem angedeuteten Philosophie- und begriffsgeschichtlichen Hintergrund da auch eine Mächtigkeit, eine eben zum Beispiel Potentia darin oder ein Pouvoir, ja, ein Können. Es ist eben ein Können und ein Können heißt eben auch ein Machen. Jetzt aber nochmal zu dem, so wie Sie es schildern, das ist, finde ich, sehr interessant, weil Sie sagen, es gibt dann nach Ihrem Ideal, was übrigens natürlich erst einmal auch voraussetzt, dass die Ressource Zeit vorhanden ist, ja, und eine große Klage, die ja immer wieder geführt wird, ist, dass im gewöhnlichen ärztlichen Alltagsbetrieb die Zeit fehlt, um eben in dieser Weise überhaupt intensiv mit dem Patienten in ein Gespräch zu kommen, um auf Augenhöhe zu schauen, was machbar ist. Und wenn man sich jetzt zusammenschließt, könnten Sie sagen, ist vielleicht da ein Konflikt verschwunden, partiell, aber möglicherweise verlagern sich die Konflikte woanders, nämlich das systemisch betrachte, weil Sie eben zum Beispiel als Arzt wieder eingebunden sind in das Gesamtsystem, wo es dann darum geht, zum Beispiel auch eine Therapie unter Umständen zu rechtfertigen, die etwas kostet, wo Sie sagen, da könnte ich dann ein Problem wieder mit der Versicherung kriegen. Ja? Also insofern sind die Machtfragen, selbst wenn es gewissermaßen eine Koalition zwischen Patient und Arzt gibt, nicht völlig aus dem Geschehen ausgeblendet. Oder auch in anderer Weise kann das Thema dann wieder aufbrechen, nämlich wenn also jetzt zum Beispiel es darum geht, wird jemand, also insofern
ist das doch immer noch sinnvoll zu sagen, Krankheit, Gesundheit sind eine soziale Konstruktion, auch wenn das abgedroschen sein mag. Wird jemand krank geschrieben oder wird er nicht krank geschrieben? Ja? Und wenn Sie mit dem Patienten sich einig sind, dass er jetzt krank geschrieben wird, ist es aber eben so, dass Sie damit auch eine Handlung setzen im sozialen Gesamtgefüge, die unter Umständen wieder konfliktträchtig sein kann. Also insofern verschwindet das Thema nicht einfach. Es mag aus dem Nahbereich der Arzt-Patienten-Beziehung ausgeklammert sein oder da minimiert werden, aber in einer größeren systemischen Betrachtung bleibt das Machtthema für mich. So. Gut, dann haben wir eine Frage in der zweiten Reihe. Sie haben gesagt, paternalistisch wird sich nicht verhindern lassen, so, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber paternalistisch hat doch so einen Beigeschmack von Gewaltausübung auf eine gewisse Weise. Verstehen Sie das so? Ja. Und wieso meinen Sie, dass das eine Notwendigkeit ist? Ich habe den Paternalismus jetzt nicht so stark gewaltträchtig definiert. Da müssen wir wieder über den Begriff des Pater oder auch der Mater diskutieren, nämlich also die väterliche Gewalt. Also ich sag mal, wenn wir traditionell vom Paternalismus sprechen, stellt sich ein autoritäres Verhältnis zwischen Eltern und Kindern vor. Ich habe es jetzt hier, da fehlte ein bisschen die Zeit, hier noch sorgfältiger begrifflich zu arbeiten, im Sinne von Fürsorglichkeit gemeint. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist ein Stück weit eben auch eine Machtausübung unvermeidlich. Ich sage mal, im Extremfall der Notfallmedizin sowieso. Aber es gibt auch andere Situationen, weil wir heute schon einen Vortrag aus dem Bereich der Psychiatrie gehabt haben. Ich weiß, das ist alles sehr, sehr heikel. Aber Sie wissen, auch da gibt es rechtlich geregelt Möglichkeiten, wo unter Umständen, und das meine ich jetzt in dem Sinne, Gewalt ausgeübt wird, dass jemand zum Beispiel nicht mehr die Freiheit hat, seinen Aufenthaltsort zu bestimmen. Ja? Und die heikle Frage ist natürlich, wie ist das etwa im Bereich Suizidprophylaxe und aktuelle Intervention? Oder wenn ausgeübt wird, irgendeine Form von Fixierung, sei es physisch, sei es medikamentös, sei es ganz subtil, indem ich einen, der schlecht gehen kann, in einen tiefen Sessel setze, wo man nicht so einfach rauskommt, brauche ich ihn nicht mal sonst wie zu fixieren. Sie wissen dann alle wieder, da brauche ich State of the Art, eine entsprechende Rechtsentscheidung, also da muss unter Umständen das Vormundschaftsgericht kommen. Und das kann ja begründet sein, aber das wäre dann eben sehr wohl auch eine Form von Zwangsmaßnahmen, die ausgeübt werden. Und darum meine ich, wenn Sie über den Alltag von Medizin so mal nachdenken, gibt es aus dem Motiv der Fürsorglichkeit heraus, auch wenn wir nicht mehr ein solches autoritäres Vater- oder Mutter-Kind-Verhältnis befürworten und zum Beispiel die körperliche Züchtigung und so weiter gesetzlich verboten ist und wir das vielleicht auch aus innerer Überzeugung ablehnen, gibt es doch selbst in der modernen Medizin Situationen, wo tatsächlich gegen den Willen eines Einzelnen eine Form von mehr oder weniger subtiler Gewalt ausgeübt wird. Das hatte ich im Blick. Ja. Wobei aber natürlich die Gewalt von den Werten ausgeht, nach denen ich mich richte und nicht von der Person ausgeht. Ja. Das heißt, ich sage, das ist der höhere Wert. Ja. Im Augenblick. Ne? Das heißt, dann bin ich als Arzt genauso Opfer dieser Werte, wie der Patient Opfer ist, weil ich muss sie ja anwenden, Wenn sie wichtiger sind. Und das meine ich als ein Beispiel mit dem, was ich von der Ambivalenz von Macht oder der Ambivalenz von medizinischen Situationen ausgesprochen habe. Und wenn ich das weiß, oder weil heute schon von Berührungen und vom Takt und so weiter gesprochen, jetzt dann noch ein anderer Begriff, wenn ich dafür sensibilisiert bin, ja, um mal diesen Begriff zu sagen, um mir ob dessen bewusst bin, was, werde ich es mir vielleicht dann doch nicht so leicht machen in so einer Situation. Damit ist ja schon viel gewonnen. Aber einfach zu glauben, es ist ja so, es gibt eine gewisse Tendenz, vielleicht müssen wir mal auf die Uhr schauen, ne, ich weiß, dass man im Sinne der, also die Patientenautonomie ist insofern auch eine heikle Sache, weil eine Gefahr darin besteht, statt Selbstverantwortung zu nehmen, übernehmen, als jemand, der jetzt zum Beispiel Mediziner ist oder in der Pflege ist, das auf den Patienten abzuschieben und zu sagen, ja gut, der muss halt wissen, was er will oder nicht. Das stößt aber dann an Grenzen. Wir haben immer wieder Situationen, wo ich auch Verantwortung übernehmen muss, oder eben, wo ich als Patient auch der Entscheidung Dritter anheimgegeben bin. Damit aber behutsam umzugehen, dann ist ja schon viel gewonnen. So wie Sie es gerade geschildert haben. Und das ist mein Anliegen gewesen.
Ja, wir müssen tatsächlich ein bisschen auf die Uhr schauen. Deshalb bitte noch eine letzte Frage und dann gehen wir wieder weiter im Programm. Herr Gartner, ich bin ja sehr dankbar, dass Sie auf das Buch von meiner verstorbenen Frau Akasche-Böhme und mir über Krankheit leben hingewiesen haben. Diesen Begriff der Souveränität, das erlaubt mir, dass ich da noch ein bisschen was dazu sage. Der Begriff der Souveränität handelt ja von einem Selbstverhältnis, bei dem man sich dessen bewusst ist, dass man nicht Herr im eigenen Hause ist, wie Freud sagt. Nicht? Also, dass in einem etwas ist, was zu einem gehört, dessen man aber nicht Herr ist. Und diese Einstellung, die ist auch wichtig eben für Ihr Thema überhaupt. Wenn Sie hier von Autonomie und Macht in der Medizin reden, dann haben Sie einen Zugang, der partout vom Handeln her geht. Nicht? Ja. Und dass es aber eben gerade medizinethisch auch darum geht, dass man etwas hinnehmen kann. Genau. Nicht? Genau. Also auch das Kranksein hinnehmen kann und als Lebensmöglichkeit akzeptieren. Und auch der Arzt seinerseits, nicht? Das ist ja dieser berühmte Satz, natura curat, medicus juvat, nicht? Das heißt, auch der Arzt muss ja immer damit rechnen, dass er nicht die ganze Situation in der Hand hat. Und für beide gilt ja, dass eben dieses Vertrauen, auch in wie Vertrauen der eigenen Natur, das meiste am Heilungsprozess ist ja nach wie vor die Natur, auf die man sich verlassen kann. Und dieses Moment des Pathischen, ich nenne das Pathische, also was einem widerfährt, was einem entgegenkommt, das finde ich, das müsste man in dieser Debatte noch hineinbringen. Sie völlig recht, oder bin ich, im Fernsehen würde man heute sagen, da bin ich ganz bei Ihnen. Ja? Nämlich nicht nur, weil ich das bei Ihnen gelesen habe, sondern tatsächlich, das wäre mir ein Anliegen, ich sage jetzt nur, da fehlte mir hier die Zeit, das noch eigens zu machen. Aber ich will das auch nochmal sagen, im Blick auf das, was ich bislang an Vorträgen hier gehört habe, zum Beispiel auch bei dem Vortrag über das Berühren. Ja, da war das jetzt auch sehr aktivisch immer ausgedrückt. Und es geht ja um die Wahrnehmung, die Erfahrung des, was Sie gesagt haben, des Pathischen, des Berührtwerden, ja, auch bei der Empathie, des angerührt werden. Und dieses pathische Moment, das ist mir auch vom Theologischen her ein ganz wichtiges Anliegen. Also darum nochmal danke dafür, dass Sie das jetzt auch gesagt haben. Also die Diskussion sollte ja jetzt schon geschlossen sein, aber ich nütze die Macht des Mikrofons, um noch eine ganz kurze Bemerkung anzufügen. Ich bin seit über 40 Jahren Ärztin und ich habe das Verhältnis zu meinen Patienten immer als Freundschaft empfunden. Und ich denke und ich hoffe auch, meine Patienten betrachten mich als Freundin. Und wenn sie in einer ehrlichen, aufrichtigen Freundschaft, in einer gewissenhaften Freundschaft verbunden sind, dann stellen sich diese Fragen nicht. Und ich denke, das ist die feinste Art, Arzt zu sein und hoffentlich auch die feinste Art, Patient oder Patientin zu sein. Und das lassen wir jetzt so stehen.